ist die ehrenvolle Aufgabe, euch zu bekeynoten zu dürfen. Den Session-Titel, glaube ich, habe ich vor 3 Jahren oder sowas schon mal irgendwann eingereicht. Ehrlicherweise damals, ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich erzählen will. Aber ich glaube, es ist was ganz Ordentliches bei rausgekommen. Ich möchte nämlich mit euch über meine drittgrößte Liebe reden. Das sind Nudeln. Die anderen beiden Plätze, auf jeden Fall meine Frau und Joomla. Und ich lege Wert auf die Reihenfolge und sie auch, weil ich sonst in der Dusche schlafen muss. Auf Platz 3 kommen dann Nudeln, eine Leidenschaft, die mich mindestens genauso lange begleitet wie meine Leidenschaft fürs Joomla-Projekt. Habe zu Schulzeiten noch angefangen, bin jetzt so 18 Jahre dabei. Also das hieß noch Mambo, als ich damit angefangen habe. Und ich habe festgestellt, ganz erstaunt, dass Joomla und Nudeln in meinem Leben Parallelen haben, dass es Dinge gibt, die sie gemein haben. Sie machen mich glücklich. Nudeln auch dick, aber Joomla auf jeden Fall auch glücklich. Nudeln gehen immer, Nudeln sind Soul Food. Und die Berührungspunkte gehen über diese offensichtlichen Dinge tatsächlich auch viel weiter darüber hinaus. Es gibt so ganz offensichtliche Themen. Zum Beispiel gibt es auf jedem Joomla-Event eigentlich irgendwas mit Nudeln zum Essen. Das ist ein Foto vom Joomla Day Berlin 2012. Da war die Location so heillos mit uns als Gruppe überfordert, dass in der Mittagspause noch jemand los musste, um Stühle und Klopapier zu holen. Und da gab es in der Essensausgabe gab's genau 2 Formen von Lasagne. Die eine war mehr so eine Suppe, weil die wirklich schwamm, und die andere war die vegetarische Lasagne, die einfach die Form eines festen Ziegelsteins hatte. Und ein schönes Beispiel dafür, wie man das viel besser machen kann, war die Joomla World Conference in Rom 2017. Die sitzen natürlich an der Quelle, die können das ganz gut, muss man sehr ehrlich sagen. Das kann man schon essen, das war sehr lecker. Was Joomla und Nudeln aber auch gemeinsam haben, ist, dass sie Arbeit machen. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause so eine Nudelmaschine so richtig mit Kurbeln hat oder gar einen Automat dafür. Es gibt beim Prozess des Nudelsmachens in meiner Wahrnehmung 4 Schritte, die da wichtig sind. Das erste ist, man muss erstmal diskutieren, welche Sorte und welche Soße es wird. Und so ist es in Joomla auch. Es wird gerne und viel diskutiert. Der Teig muss gemacht werden. Das braucht Kraft. Das erfordert Reibung. Das gibt auch mal Gewalt und Fluchen, und es muss auch ruhen, damit ein gescheites Ergebnis bei rauskommt. Man muss es ausrollen, und zwar mehrfach, so wie es auch mit einem guten Pull-Request, einem neuen Feature in Joomla ist. Da geht es auch mehrfach durch die Nudelmaschine, bis alle Beteiligten damit zufrieden sind. Und am Ende des Tages gibt es entweder Dank oder Gemecker, und auch das ist im Joomla-Kontext nicht anders, als es beim Nudelmachen ist. Und unsere Joomla-Köche, die ganzen Nudeln machen, und das ist etwas, das so in dieser Form in der Open-Source-CMS-Welt eine gewisse Einzigartigkeit hat, ist, dass es alles Freiwillige sind. Ihr könnt mal auf volunteers.joomla.org schauen. Das ist eine Liste, auf der alle Volunteers, die aktuell irgendwie aktiv eine Rolle im Projekt haben, im Sinne von sind in einem Team, haben sich irgendwie wählen lassen. Also quasi nur der offizielle Teil der Contributoren ist dort schon gelistet, und der wahre Kreis des Ökosystems der Beitragenden ist noch viel größer, und ihr seid jetzt gewissermaßen auch mit dabei. Das sind hunderte Freiwillige, die das nicht für sich machen in der Regel, sondern aus Spaß an der Freude, aus Spaß daran, etwas beizutragen, und sie tun das auch tatsächlich auf ganz unterschiedliche Arten. Von Leuten, die wirklich hardcore mit dem Code verbunden sind, über Leute, die dokumentieren, die Fragen beantworten, die ein Forum moderieren, die einen Social-Media-Post machen, eine Grafik für ein Posting gestalten. Die Bandbreite derer, die sich da einbringen, ist riesig, und genauso ist auch die Art der Tätigkeit riesig. Und das bedeutet auch, dass jede Seite, die ihr macht, auf dem Werk dieser Köche im Hintergrund aufbaut. Jede Seite, die ihr macht, ist quasi ein Teller Nudeln, der euch geschenkt wird. Und ich habe 2 Anliegen in dieser Situation. Das eine ist, dass wir in der Küche tatsächlich ganz dringend Verstärkung brauchen. Das heißt, wenn ihr denkt, ihr habt irgendwo noch eine halbe Stunde, 20 Minuten eurer Zeit pro Woche, wo ihr euch einbringen könntet und wolltet,
dann gibt es dafür jede Menge Möglichkeiten. Und die Menschen, die hier ich eben aufgezählt habe, aber auch andere Menschen, mit denen ihr hier ins Gespräch kommen könnt, können euch die Starthilfe geben, wo ihr einsteigen könnt, nehmen euch an die Hand. Also habt da auch keine Berührungsängste. Und das zweite Anliegen in diesem Zusammenhang ist eine kleine Bitte in die Runde. And I also do that one in English. If you have some sort of contribution role within the project, please stand up for a couple of seconds now. Und euch andere möchte ich um einen kleinen Applaus für die Köche bitten. Die zweite Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Nudeln als auch Joomla ein Wirtschaftszweig sind. Ich habe gestern mal die Zahlen nachgeguckt, weil es mich persönlich interessiert hat. Der globale Pasta-Umsatz wird auf 123 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der Slowakei. Nudeln sind echt ein Ding. Und mit dem Joomla-Projekt und mit Open-Source-CMS allgemein ist es nicht so anders. Ne? Auch da hängen Millionen Umsätze, Zehntausende Stellen dran. Es gab im letzten Jahr eine Studie, wo Gartner, glaube ich, mal abgeschätzt hat, den Wert des WordPress-Ökosystems zu schätzen. Also wenn das Ökosystem eine Firma wäre, dann hätte das WordPress-Ökosystem einen Wert von 665 Milliarden Dollar. Milliarden. Und wenn wir jetzt, also Joomla ist so ungefähr vom Market Share 25, also Faktor 25 kleiner, das sind immer noch ein paar Euro, die da übrig bleiben. Und wie auch im Nudelbusiness gibt es auch in der Joomla-Welt einige wenige große Hersteller, einige wenige große Marken. Und auf der anderen Seite der Bandbreite, ja, mehr so Pasta-Manufakturen. Das können dabei die Agenturen sein. Das sind aber auch kleine Extension-Hersteller, die eine Extension haben, die auf eine Nische zugeschnitten ist. Und das ist auch Teil der Wahrheit, insbesondere der letzte Part. Die kleinen Extension-Hersteller, dieser Teil des Ökosystems, hat es nicht so leicht in letzter Zeit, muss man sehr ehrlich sagen. Es gibt da eine Veränderung im Markt, die tun sich schwer, die konsolidieren sich teilweise ein Stück zusammen. Das ist aber etwas, da kann ich euch beruhigen, das ist kein Problem der Joomla-Community, sondern eine Bewegung, die Open-Source-CMS aktuell insgesamt erleben, mit sehr kreativen Lösungen damit umzugehen. Mal eines meiner Lieblingsbeispiele dafür, wie man das lösen kann, ist die Drupal-Community, die in der Art und Weise, wie sie Extensions verstehen, einen völlig anderen Weg gehen. Anstatt, dass es in der Drupal-Welt 10 Shop-Erweiterungen gibt, die jedes Mal ihre eigene PayPal-Lösung implementieren, gibt es in der Drupal-Welt ein gemeinsam von der Community getragenes PayPal-Modul. Und die 10 anderen Entwickler können sich darauf konzentrieren, ihre Erweiterung mit diesem Modul zu verbinden und müssen ihren Teil entwickeln und nicht das Rad mit Funktionen neu und immer wieder neu erfinden, die andere schon längst in viel besser geschrieben haben. Das ist quasi gelebte Zusammenarbeit, gelebtes Open Source und ich habe ein Stück weit die Hoffnung, dass das ein Denken ist, was sich auch im Joomla-Umfeld noch stärker durchsetzen kann, weil dann diese Nischenerweiterungen, die es gibt und die es aktuell sehr schwer haben, ein deutlich einfacheres Leben hätten. Sie müssten sich auf ihre Nische konzentrieren und nicht um die ganzen Dinge drumherum, die man halt immer so braucht. Und damit zusammenhängt auch ein Gedanke, den wir als Agenturen, als Dienstleister, als Ökosystem vielleicht haben müssen, nämlich, dass wir den Ort unserer Wertschöpfung ein bisschen verändern müssen. In der Vergangenheit gab es einen gewissen Fokus im Ökosystem darauf, ja quasi intern die Wertschöpfung zu gestalten. Ich habe eine Erweiterung an einen anderen Entwickler verkauft. Und in anderen Communities ist der Schwerpunkt deutlich größer darauf, die Wertschöpfung nach außen zu tragen. Also anstatt, dass ich eine Nudel verkaufe, eine Extension verkaufe, verkaufe ich das fertige Gericht an den Endkunden. Mal schauen. Nudeln sind vielfältig, genauso wie die Joomla-Community auch. Wir haben bei uns in Köln um die Ecke gibt es einen italienischen Supermarkt mit einem Regal nur Nudeln.
Und so im 4-Wochen-Rhythmus ungefähr bin ich da. Ist immer ein schöner Tag. Und die Bandbreite an Nudeln, die es da gibt, ist beeindruckend. You would probably agree that there are a gazillion types of pasta. Und viele davon sind lokale Spezialitäten. Dinge, die es nur in bestimmten Regionen gibt. Dinge, die mit einer ganz bestimmten Soße verbunden sind. Und das nicht nur in der kleinen Pasta-Szene, sondern das Konzept Nudel ist ja auch viel größer. Gibt es in Asien, gibt es aber auch mit Gulasch zusammen im Wirtshaus. Also die Bandbreite ist riesig. Und so ist es mit Joomla auch. Auch die Joomla-Community ist vielfältig. Und diese Vielfalt der Kulturen, die da aufeinander trifft, ist manchmal anstrengend, bin ich auch ganz ehrlich. Aber führt auch dazu, dass man sich austauscht, dass man um das beste Produkt, die beste Lösung, den besten Ausweg aus einem Problem miteinander ringen kann, dass gänzlich unterschiedliche Meinungen und Ideen, wie es zu lösen ist, aufeinandertreten und wir bereichern uns dadurch ungemein untereinander. Und mein Aha-Erlebnis in dem Zusammenhang war meine erste internationale Konferenz, die Joomla World Conference in einem Vorort von San Francisco. Und war ein Schlüsselmoment, weil ich verstanden habe, dass dieser Austausch nicht nur fürs Projekt gut ist, sondern vor allen Dingen auch für mich selber. Also die Bandbreite, die man da kennenlernt, die Sprachen, die man lernt, die Flüche, die man kennenlernt, die Sorten. Wir haben vor ein paar Jahren auf einem Event eine internationale Cookie-Bar gemacht. Jeder sollte ein Paket Kekse aus seinem Land mitbringen. Vom thailändischen Chili-Keks bis hin zur holländischen Stroopwafel war da alles mit bei. Es ist eine ungemeine Bereicherung, auch für einen persönlich. Deswegen nochmal umso mehr die Einladung zur internationalen Joomla-Konferenz. Das solltet ihr mitnehmen. Und last but not least sind Joomla und Nudeln immer eine gute Wahl, machen wir uns nichts vor. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten 2, 2,5 Jahren das auch durchaus mal in Frage gestellt wurde, ob man denn mit Joomla aufs richtige Pferd setzt, ob ihr hier bei dieser Veranstaltung wirklich am richtigen Platz seid und nicht besser zum WordCamp gehen sollt. Und da kann ich aus vollster Überzeugung sagen, dass ihr am richtigen Platz seid. Gestern in der Vorbereitung noch mal reingeschaut. Aktuell ist Joomla das einzige Open-Source-Content-Management-System, dessen Marktanteil wächst. WordPress hat seinen Marktanteilszenit überschritten, irgendwo im Oktober letzten Jahres, da war der Peak. Das heißt jetzt nicht, dass das verschwindet, keine Sorge. Aber viel wichtiger ist die Aussage, dass Joomla nicht verschwindet. Also diese Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, die Sorge kann ich euch nehmen. Und in allen Fällen, das darf man bei diesen Statistiken nicht vernachlässigen, das sind ja relative Anteile von Seiten mit Content-Management-Systemen. Das Internet insgesamt expandiert sich ungefähr mit der Geschwindigkeit des Universums. Das heißt, in absoluten Zahlen wachsen fast alle diese Systeme nach wie vor. Und diesen Trend kann man zum Beispiel auch in den Google Trends ablesen. Der Abwärtstrend, den wir da viele Jahre hatten, hat sich stabilisiert, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass niemand mehr Joomla-Support-Fragen stellen muss, weil es so selbsterklärend ist. Also das war ja das, ne, das hier. Hier wurde es viel einfacher, deswegen musste man es nicht mehr so oft googeln. Und das ist dann nur, wann ist das nächste Event. Das ist deswegen so, weil Joomla wirklich ein großartiges Produkt ist. Weil das Feature-Set, was wir da haben, einzigartig ist in dieser Zusammenstellung und weil es sehr viele Probleme, die Seiten so gängigerweise nun mal haben, aus dem Stand mit Core-Features erschlagen kann. Und dieses Alleinstellungsmerkmal dürft ihr selbstbewusst in die Welt hinaustragen und ja, haters gonna hate oder wie andere sagen würden, manchmal sollte man sich statt Sorgen lieber Nudeln machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Appetit, einen schönen Tag bei diesem Event. Kommt auf mich zu, wenn ihr noch was loswerden wollt. Ich bin heute auch den ganzen Tag da und ansonsten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Applaus